Im heutigen Video befassen wir uns mit allen Neuerungen und vor allem die News des Karrieremodus von der beliebten Fußballsimulation FIFA 22. Was wir dort erwarten können, was Neues und vieles weiteres natürlich wie immer in den FIFA 22 News bei deinem Swishy. Lass jetzt noch schnell ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine News mehr zu FIFA 22 zu verpassen, aber natürlich auch im allgemeinen Gaming News. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Der Karrieremodus enttäuschte ja bekanntlicherweise in den vergangenen Jahren durch fehlende Neuerungen und einem völlig stagnierenden Modus seit Jahren enorm. Mit FIFA 22 erwartet uns nun neue Möglichkeiten im Karrieremodus. Und die sind sogar ziemlich umfangreich. Bisher war es immer so, dass wir ein Team übernommen haben, zum Beispiel den FC Chelsea, und so unsere eigene Trainerkarriere starteten. Mit allem, was dazugehört. Transfers, Spielen, Pokalen und vieles weiteres. Auch das natürlich möglich in FIFA 22 mit realistischen Transfers und verbesserter und vor allen Dingen realistischeren Jugendarbeit. Electronic Arts, das tun sie zwar fast jedes Jahr, aber versprachen das realistischste Erlebnis, was es bisher in einem FIFA-Spiel gegeben hat. Die größte und interessante Änderung ist aber nun, dass wir uns in ein völlig neues Abenteuer stürzen können, was sich viele auch gewünscht haben. Nämlich, wir können endlich unseren eigenen Verein erstellen in der Karriere. Dabei dürfen wir unser eigenes Stadion bauen, eigene Wappen entwerfen und auch eigene Trikots erstellen. Leider ist aber noch nicht bekannt, inwieweit das Ganze aussehen wird und vor allen Dingen, wie umfangreich das Ganze wird. Viele vermuteten bereits eine ähnliche Handhabung wie im Pro Clubs Modus, andere einen noch kreativeren Modus. Am Ende des Tages wissen wir aber erst mehr, wenn dann mehr Infos zum Spiel bekannt sind. Allerdings kann ich bereits schon mal sagen, wer auf einen Editor hofft, à la Pro Evolution Soccer, wo sogar Bilder und Co. aus dem Internet hochgeladen werden konnten, der wird leider enttäuscht. Es ist zum Beispiel in FIFA so, dass auch Juventus Turin nicht dabei ist oder AS Rom, weil die Lizenzen eben bei Pro Evolution Soccer sind. Da wird es eben so sein, dass man aus diesen Gründen auch keine eigenen Bilder hochladen kann, damit eben keine Lizenzverletzungen begangen werden können. So ein ausgiebiger kreativer Modus wird es vermutlich in der heutigen Zeit aufgrund von Copyright-Verletzungen nie wieder in ein Spiel finden. Um nochmal zurück zu den Transfers zu kommen, so sollen zum Beispiel Liga-Konkurrenten schlauere und realistischere Transfers durchführen. Ihr kennt das ja bereits aus FIFA, dass zum Beispiel immer dieselben Spieler immer zu denselben Vereinen wechseln. Hier soll mehr Dynamik drin sein und vor allem das Ganze auch an die Realität angelehnt sein. Zum Beispiel soll das Ganze so sein, wenn Messi zum Beispiel in der Realität bei Paris Saint-Germain im Gespräch ist, soll in FIFA auch öfters mal solch ein Transfer stattfinden. Ähnlich natürlich auch wie mit anderen Spielern. Hier soll man sich wirklich an der Gerüchteküche bedienen und das Ganze wohl auch etwas realistischer gestalten. Ich bin jedenfalls mal gespannt, für mich hört sich das mit dem eigenen Verein der Karriere wirklich sehr gut an und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze noch am Ende des Tages umgesetzt wird. Wirklich positiv ist auch, dass Electronic Arts sich Gedanken macht zum Karrieremodus und auch hier endlich mal Neuerungen reinbringt. Nach aktuellem Kenntnisstand soll das Ganze nicht nur für die Next-Gen-Konsolen kommen, sondern auch eben für Current-Gen bzw. Last-Gen, PS4 und Xbox One und auch für den PC. Aber an der Stelle genug von mir zum Karrieremodus, was sagst du zu den Änderungen? Hast du Bock drauf oder sagst du, naja, eher weniger, ich spiele eigentlich nur Ultimate Team? Schreib's in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.